Ja, schöner Brocken, ne? Also, mein Name ist Günther Dittmann. Ich bin Maschinenbauingenieur und habe mich viele Jahre mit Kraftwerkstechnik beschäftigt. Und hier stehen wir vor einer Dampfmaschine aus einer Zeit, wo die Verwendung von Abfällen überhaupt keine Frage war. Das ist hier ein Sägewerk. Dort fallen ungeheure Mengen an Spänen an. Und diese Späne warf man nicht einfach weg, wie man das heute tut, sondern man verfeuerte sie und gewann dadurch Energie. Und hier haben wir eine solche Dampfmaschine aus den 30er Jahren. Die Maschinen waren praktisch das Zentrum dieser Betriebe. Die waren lackiert, die leuchteten in Farben blau, grün, goldene Absätze. Es war ein Stück der Identifikation dieser Sägewerksbetreiber. Die waren richtig stolz auf ihre Maschinen. Die ganze Anlage funktioniert so, dass wir hier einen großen Dampfkessel haben, der mit Spänen befeuert wird. Dort wird der Dampf erzeugt. Das hört sich an wie ein schnaufender Bär, der langsam im Frühling erwacht. Ja, und dann beginnt das Schwungrad eine Umdrehung zu machen. Die zweite, die dritte wird immer schneller und es gibt also einen beschleunigten Prozess. Man hört fast nichts, ein leises Pfeifen. Es ist ganz anders als bei jedem Verbrennungsmotor. Man hört nur Dampfgeräusche, sonst gar nichts. Die Maschine läuft ganz sanft. Das ist wirklich sehr interessant. Ja, man könnte diese Anlage jederzeit wieder betreiben. Es ist eben anders als in der heutigen Zeit, wo technische Anlagen einem ziemlich starken Verschleiß unterliegen. Man kann eine solche Anlage, wenn sie richtig gewartet wird, 100 Jahre betreiben. Das ist überhaupt keine Frage. Und die Anlage könnte man jederzeit wieder in Betrieb nehmen.